Ja, auch ich möchte alle Gäste heute hier begrüßen, die den Weg nach Orleshausen gefunden haben. Der Platz, wo ich meine Kindheit verbracht habe, wo ich groß geworden bin. Und deswegen bestürzt es mich umso mehr, dass heute die NPD hier in Orleshausen einen Rückzugsort gefunden hat. Weltweit gibt es immer mehr Konflikte, Kriege, Krisen und die Anzahl der Flüchtlinge weltweit steigt immer mehr. Wir in Hessen kommen unserer humanitären Verantwortung nach, indem wir nicht nur wie ursprünglich in Gießen, sondern jetzt auch in Neustadt und in Büdingen eine Erstaufnahmeeinrichtung installieren, dass die Flüchtlinge aus der Welt, die vor Folter, vor Krieg, vor Hunger und Not flüchten, endlich hier einen Ort der Ruhe finden. Die NPD nutzt dies leider aus, um Werbung für ihre Sache zu machen, um Stimmung zu machen. Und da sind wir Kommunalpolitiker gefordert, die Bürger einerseits gut zu informieren und auf der anderen Seite mitzunehmen, auch deren Ängste und Bedenken ernst zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die Städte wie Büdingen und Neustadt diese Herausforderung stemmen können, damit eben das Zusammenleben mit den Flüchtlingen und den Bürgern gut funktioniert, damit die Flüchtlinge einen Ort, wie eben schon gesagt, einen Ort der Ruhe finden und die Städte damit nicht überfordert werden. Das ist Aufgabe der Kommunalpolitik. Dafür setzen wir uns mit allen Fraktionen ein, außer natürlich die NPD, die versucht weiterhin Stimmung dagegen zu machen. Wir werden alles tun, um diese Flüchtlingsunterkunft so humanitär wie möglich zu gestalten, um das Zusammenleben mit den Bürgern auf eine friedliche Art und Weise gestalten zu können. Dazu gehört es auch, dass die Büdinger sich engagieren im ehrenamtlichen Bereich, dass die Flüchtlinge beschäftigt werden, dass sie eine offene Willkommenskultur hier finden und wir diesen rechten Gedankengut, dass die NPD hier und das Volk streuen will, keine Chance geben. Deswegen bedanke ich mich umso mehr, dass heute wieder mehr als 2 Leute zu dieser Kundgebung gekommen sind und fordere alle dazu auf, weiterhin zum Gelingen dieser Erstaufnahmeeinrichtung beizutragen, dass das hier in Büdingen gut zu einem guten Erfolg führt. Ich bedanke mich bei allen, die hier sind und wünsche noch ein gutes Gelingen für die heutige Veranstaltung hier. Dankeschön. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Sabine Kraftmeier-Henke. Ich bin auch Stadtbeordnete in Büdingen und auch Mitglied des Ortsbeirates. Der Herr Harris hat die Willkommenskultur angesprochen. Und an der Willkommenskultur arbeitet bereits ein Arbeitskreis, um die Bürger mitzunehmen. Die erwarten das von uns auch. Wir werden immer wieder darauf angesprochen, was tut ihr? Wir sind dabei, alles zu tun, um aufzuklären und dass die Bürger einfach mitgenommen werden und dass die Flüchtlinge herzlich willkommen sind in Büdingen, weil es ist eine Bereicherung für uns und es ist eine große Chance und wir sind da sehr engagiert drin und sind natürlich froh, wenn noch möglichst viele Leute kommen und da mithelfen und auch dann daran mitarbeiten. Sobald wir da weitergekommen sind, wird das auch über die Presse informiert. Wir haben Treffen in Büdingen regelmäßig, alle 14 Tage, 3 Wochen. Und sobald wir da weitergekommen sind, werden Sie informiert. Vielen Dank. Dann gebe ich der Nathalie mal das Wort, stellvertretende Juso-Bezirksvorsitzende. Ja, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, auch wir von den Jusos freuen uns, dass Sie hier alle relativ zahlreich erschienen sind, um ein Zeichen der Demokratie zu setzen, um zu zeigen, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft eben für Toleranz und Vielfalt und gegen Fremdenfeindlichkeit steht. Wie Sie schon mitbekommen haben, seit längerem versucht die NPD hier Stimmung gegen die Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtung in Büdingen zu machen. So ist es gerade offensichtlich, dass der Veranstaltungstitel dieser Veranstaltung, die da hinten geplant ist oder durchgeführt wird, Asylbetrug macht uns arm lautet. Liebe Freundinnen und Freunde, etwa 57 Millionen Menschen befinden sich derzeit auf der Flucht. Sie fliehen vor Gewalt, vor Hunger, vor Krieg, vor Krisen,
Sie fliegen, weil deren Lebensgrundlage zerstört wird und sie einfach ein besseres Leben haben möchten. Diese Menschen suchen Sicherheit, sie suchen eine Arbeitsstelle, Zukunftsperspektiven, vor allem ein neues Leben. Wir alle kennen die Bilder von überfüllten Flüchtlingsbooten und Leichen an den Küsten Europas. Wir kennen die Situation in Kriegs- und Krisenregionen. Wir kennen die miserablen Lebensbedingungen der Menschen in anderen Teilen der Welt. Männer, Frauen, Kinder sterben tagtäglich vor den Toren Europas. Hier von Asylbetrug zu reden, ist unmenschlich, erbärmlich und einfach nur schlecht. Das Gehetze gegen die Schwächsten in unserer Gesellschaft offenbart mal wieder die abscheuliche Ideologie dieser Rassisten. Eine solche Ideologie sollte in unserer Gesellschaft gar keinen Platz finden. Menschen, die in Not zu uns fliehen, sind keine Gefahr für unseren Wohlstand oder unser Sozialsystem und wir dürfen nicht zulassen, dass hier Opfer zu Täter gemacht werden. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, fast täglich hören wir die rechte Propaganda und immer lauter werdenden Rassismus in unserer Gesellschaft. Die neurechte Bewegung in Form von Pegida und Co. propagieren den Untergang des Abendlandes. Angeblich ist es die Angst vor Überfremdung, Ghettoisierung, Kriminalität, welche die Anhängerinnen und Anhänger verspüren. Doch das ist diese vermeintliche Angst, dahinter steckt nichts weiter als Rassismus, Vorurteile und Hass. Verstärkt tritt auch immer wieder Gewalt gegen Asylbewerberinnen und Asylbewerber, gegen Menschen mit Migrationshintergrund und politisch Andersdenkende auf. Ich erinnere da an die Ermordung von Khaled Bahai in Dresden im Zusammenhang mit der Pegida-Demo. Ich glaube, an dieser Stelle muss man auch der antifaschistischen Bildungsinitiative hier danken, dass ihr eine hervorragende Aufklärungsarbeit geleistet habt und die rechtspopulistische Seele der AfD offenbart habt und entlarvt hat, dass hinter dieser vermeintlich bürgerlichen Maske nichts weiter steckt als Rechtsradikalismus und rechtes Gedankengut. Ihr habt das geschafft, dass außer zwei Neurechten der gesamte Kreisvorstand zurückgetreten ist und von diesem Schlag wird sich die rechtspopulistische AfD auch nicht mehr so schnell erholen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns hier gemeinsam für eine weltoffene Gesellschaft streiten, uns einsetzen für Flüchtlinge, lasst uns den Leuten die Angst nehmen, die nur von Bild und Co. verhetzt werden, lasst uns die Unbelehrbaren als das benennen, was sie sind, Rassisten, und es ist unsere humanitäre Pflicht, uns für den Schutzsuchenden Schutz zu gewähren und Asyl ist Menschenrecht. Ich freue mich, dass ihr alle da seid.